Auf ein kurzes Wort. Wir sind immer noch im Markus-Loch, wie ich das ja nenne. Also, wo der zu kurze Text des Markus-Evangeliums, als dass er über das gesamte Lesejahr reichen würde, mit Johannes aufgefüllt wird. Immer noch die Brotrede, und da ich wie in den vergangenen Sonntagen keine endlose Fronleichnamspredigt halten möchte, möchte ich erneut auf den Brief an die Gemeinde in Ephesus schauen. Man fragt sich wirklich, ob es vielleicht, als diese Leseordnung zusammengestellt wurde, in Rom genauso heiß war wie in diesen Tagen. Denn warum in drei Gottes Namen hat man aus diesem reichen Schatz des Epheserbriefes ausgerechnet jene Stelle genommen? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es gar nicht vorlesen oder man geht darauf ein. Letzteres möchte ich tun. Zunächst, wir dürfen wahrlich von Texten der Antike kein Manifest der Frauenbefreiung erwarten. Wie kommt es überhaupt dazu, dass dieser Epheserbrief sich Gedanken macht, auf familiäre Zustände zu reflektieren, genauer hin auf die Ehe zu reflektieren? Das klingt alles sehr fromm, ist aber eigentlich höchst überraschend. Wir sind ja schon in der dritten, vielleicht vierten christlichen Generation. Und während sozusagen der Urimpuls der Verkündigung Jesu der war, dass die familiären Bindungen hintanzustellen sind. Warum? Weil in unmittelbarer zeitlicher Nähe wirklich das Hereinbrechen einer definitiven Gottesherrschaft erwartet wurde, die ausgeblieben ist. Das Christentum musste sich umjustieren, musste sich gesellschaftlich neu aufstellen, in einer Gesellschaft neu aufstellen. Und so kommt nun auch, dass das, was bei Jesus dem Herrn ursprünglich hintangestellt war, die Blutsverwandtschaft, aufgewertet wurde. Im Rückgriff, das fällt einem ja wie Schuppen von den Augen, im Rückgriff auf die Schöpfungserzählung, das mit Mann und Frau, das wird hier ja eingespielt. Alles richtig. Immer noch, Text der Antike, und wenn sich das Christentum schon in den ersten Jahrhunderten quasi neu hat erfinden müssen, um sich überlebensfähig zu machen in sich gewandelt habenden Kontexten und Zeiten, wird dies doch, und es ist so gewesen, Aufgabe immer einer jeden neuen Generation auch sein. Sonst wird man irgendwann zum alten Eisen entsorgt. Die Sache mit der Unterordnung, der Ehrenrettung halber sei erwähnt, dass dies dem Schutz der Frauen diente, gleichwohl immer noch missverständlich. All dies ist Gott sei Dank überwunden. Etliches ist noch nicht überwunden in einer doch sehr petrifizierten, versteinerten Ehelehre, die uns immer noch Probleme bereitet. Nicht das schöne Miteinander, dass man ein Leben gemeinsam teilen kann, dass man gemeinsam alt werden kann, dass man sich noch liebt, auch wenn der Lack ab ist. Das ist alles vollkommen unstrittig. Es geht um das Neverending-Problem, was eigentlich theologisch vollkommen randständig ist, wie wir mit gescheiterten Beziehungen umgehen. Und da ist immer noch keine rechte Lösung in Sicht, obwohl es recht einfach wäre. Was ich sagen möchte, diese alten Texte lehren uns, dass das Christentum immer auch vergangenen Epochen zugehörig ist, und will es nicht selbst, wie ich sagte, versteinert daherkommen und dann eben auch steinhart daherkommen, braucht es Neu- und Umjustierungen. All dies kann uns dieser Text aus dem Epheserbrief lehren, dass dies ansteht, wie es damals anstand und wie es in den Epochen der Kirchen- und Theologiegeschichte immer wieder neu angestanden hat. Dies ist ein tiefes Geheimnis, so schließt der Apostel, also diese Verbindung zwischen Menschen. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Sehr schön formuliert. Dass die menschliche Zugehörigkeit zueinander zum Ausdruck bringt, wie die Zugehörigkeit Gottes zu uns Menschen aussieht. Und diese ist doch das Tragende und Entscheidende. Auch wenn menschliche Beziehungen in die Brüche gehen, wird doch die huldvolle Beziehung,
die Gott zu uns Menschenkindern will, nicht in die Brüche gehen. Und das könnte doch ein Impuls und eine Motivation sein, über gescheiterte Beziehungen mit all dem Schmerz so sich ins Benehmen zu setzen, dass Neuanfang möglich ist. Das ist Gebot der Stunde, damit wir endlich aus diesen Altlasten herauskommen und uns mit großer Freude just dieser Zugehörigkeit zu Gott widmen können und daraus für die Zukunft Kraft und Motivation schöpfen. Ein Gott, der unverbrüchlich zu dir steht. Und er möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.